Die Entwickler haben im gestrigen Maxis Inside Livestream neben die neue Landhausleben-Erweiterung anzuspielen ebenfalls zwei größere Änderungen geteilt, an denen aktuell gearbeitet wird. Gestern Abend konnte man auf dem englischen Twitch-Account einen weiteren Stream der Entwickler verfolgen, in dem unter anderem wieder Fragen der Community beantwortet wurden. Unter anderem haben die Entwickler auf Wünsche in Bezug auf mehr Kreaturen wie Zombies oder dass man in jeder Welt schwimmen kann geantwortet. Die Antworten hierauf waren leider ziemlich enttäuschend, die Gurus können weder etwas bestätigen noch verneinen. Es gibt also hier nicht wirklich neue Infos. Ganz anders aber bei den Aktualisierungen für bereits erschienene Packs, die auch schon in einer Umfrage aus 2020 erwähnt wurden. So hat nämlich die Produktionsassistenz der Sims verraten, dass wir unsere Sims auf eine entspannte Aktualisierung eines bereits vorhandenen Gameplay-Packs vorbereiten sollen. Das kleine Wörtchen entspannt lässt darauf schließen, dass die Entwickler das Wellness-Tag-Gameplay-Pack mit ein paar Änderungen schon demnächst erweitern wollen. Wie groß der Umfang der Anpassung sein wird, ist aktuell noch unklar. Ich finde es allerdings wirklich lobenswert, dass die Entwickler eines der meiner Meinung nach schwächsten Gameplay-Packs für die Sims 4 ein wenig verbessern möchten. Weiter wurden NPC-Verbesserungen erwähnt, die wohl etwas später erst Einzug in die Sims 4 erhalten werden. Scheinbar möchten die Entwickler nämlich alle NPCs, die in den verschiedenen Welten leben, nochmal von ihrem Aussehen, aber auch ihre Geschichte bearbeiten. Vielleicht erhalten diese damit auch ein wenig mehr Persönlichkeit, was ich ebenfalls sehr begrüßen würde. Sobald es hierzu etwas Neues gibt, halte ich euch natürlich ebenfalls wieder auf dem Laufenden. Auf welches der beiden größeren Änderungen freut ihr euch mehr? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.